Yoga der Improvisation. Die ersten Schritte. Erstens solltest du. Was? Dir immer im Klaren darüber sein, dass alles improvisiert ist beim Yoga der Improvisation. Und es ist jedes Stilmittel und jeder Ausdruck recht. Wenn mal eine Verletzung vorkommt, dann ist es wahrscheinlich, halt, hier. Ja. Du Hey! musst Hey! für Was dich los hier? selber Nein! sorgen, Also, denn stopp! Ja, jetzt geht's wieder. Yoga der Improvisation. Es dient dazu, sich selbst zu dienen. Also, ich mache mir keine Vorgaben, doch am besten stellst du dich so hin, vielleicht auch so, und dann machst du dich völlig frei von allem, was du denkst, glaubst, weißt, erahnst oder auch nicht. Also musst du nicht machen. Musst dich nicht frei machen, weil du bist ja schon ganz nackt hier unter der Kleidung. Also, ich meine, ich spreche ja in den Raum hinein. Ein Mikrofon steht auch da. Und das ganz große Problem beim Yoga der Improvisation ist, dass es zwar keins gibt, aber dass ganz leicht die Beurteilung herausdriften könnte. Oder der Gedanke, der ist natürlich auch vollkommen einfach nur spontan da, dass es schlecht ist. Das ist eine schlechte Improvisation. Es ist falsch, total daneben, du machst es nicht richtig. Wo sind die Momente der Stille? Die Anfangsposition wieder einnehmen, sich vielleicht ein bisschen im Becken lockern. Teil, gibt keinen Teil. Es wird kein Teil folgen. Also. Um die Fassung zu bewahren, man schraubt ganz einfach eine von den 500 Watt Glühbirnen direkt in die Fassung. Dann gibt es die Instant-Erleuchtung. Und schon wird das Licht nicht unter den Scheffel gestellt, sondern obendrauf. Und gleichzeitig bist du dir selbst ein Licht und erleuchtest die Dunkelheit, aus der du entstanden bist. Und dann ganz vorsichtig löschst du das Licht ganz sanft aus. Doch du weißt, es kann jederzeit wieder erleuchten, erstrahlen, erhellen. Doch nun ist es einmal Zeit, völlig die Dunkelheit des Seins zu sein. Das Licht löscht sich dann. Nur noch Dunkelheit.
Prinz Gott. Also, wenn mir das nicht gefallen hat, dann interessiert es mich vielleicht einen Moment. Doch das Nicht-Gefallen und das Gefallen, es ist ja nur ein Gefallen gewesen. Ein gefallener Engel aus Liebe gefallen, hat sich in sich selbst verliebt, ist voll selbstsüchtig geworden, hat sich dann ganz entfernt von Gott empfunden, weil er ja in Liebe zu sich selbst gefallen ist und Gott vergessen hat. Auf einmal taucht die Sehnsucht nach noch was noch Größeren als ich selbst auf. Was soll sein? Was soll sein? Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich mag nicht. Ich geh mal frühstücken. Ist zwar schon kurz nach 2:30, aber Frühstück, ein Stück am Morgen, auch wenn er schon vorbei ist. Halleluja!